Hallo und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Ich möchte dich ganz herzlich zu meiner neuen Podcast-Folge begrüßen. Und ja, heute geht es um glücklich und traurig sein und alles zur gleichen Zeit und wie das möglich ist, dass man beides gleichzeitig sein kann. Am letzten Wochenende habe ich eine Ausbildungsgruppe verabschiedet. Das heißt Menschen, die sich vor einem Jahr dazu entschlossen haben, die Tierkommunikationsausbildung zu machen, also für sich und ihren Traum zu gehen. Und darüber möchte ich einfach heute mit dir sprechen, wie, wie unglaublich toll ich es finde, wenn Menschen eine Entscheidung treffen. Mit etwas, was sie schon immer vielleicht gerne machen wollten und sich dann endlich auf den Weg machen. Und ich weiß ja selber, wie das ist, wenn man etwas Neues anfängt, dann denkt man sich, wow, ein ganzes Jahr, das ist so lange und oh Gott, halte ich das durch und habe ich die Zeit dazu und all diese Geschichten, die man sich erzählt. Und diese Menschen haben Ja gesagt. Sie haben gesagt, ich möchte für mich und für meinen Traum gehen und naja, was soll ich dir sagen? jetzt sind sie fertig, sie haben ein unglaubliches Wachstum hingelegt und das macht mich unglaublich glücklich. Solche, ähm, ja, solche Dinge finde ich einfach wunderschön, wenn, wenn wir sind hier auf diese Erde gekommen und davon bin ich wirklich, wirklich, wirklich überzeugt, wir sind hierher gekommen, um Spaß zu haben, um Dinge zu tun, die uns Freude bereiten. Und es geht nicht darum, dass du jeden Tag vielleicht in einem Job sitzt, der dir überhaupt keinen Spaß macht, äh, wo du dich total deplatziert fühlst, am Abend müde und ausgelaugt bist, weil deine Seele etwas tun muss, was überhaupt nicht deinem Wahnsinn entspricht. Ich glaube, wir sind nicht hierher gekommen, um nur in Anführungsstrichen zu arbeiten, um uns unserem Lebensunterhalt finanzieren zu können, um vielleicht mal in Urlaub gehen zu können, um uns eine Reise leisten zu können, um uns vielleicht mal was Schönes zum Anziehen zu kaufen und Essen auf den Tisch zu haben, sondern tatsächlich denke ich, dass der wahre Sinn des Lebens darin besteht, dass wir Spaß und Freude hier haben und dass wir glücklich sind. Und es geht nicht darum ähm, dass du hierher gekommen bist, um, äh, weiß ich nicht, dein ganzes Leben lang zu hadern und ähm, demotiviert zu sein, weil einfach nicht so läuft, wie du dir es vielleicht als Kind erträumt hast und weil man dir vielleicht schon sehr früh beigebracht hat, dass deine Träume gar nicht in Erfüllung gehen, sondern dass du halt nur ein einziges Ziel hast, nämlich deinen Lebensunterhalt zu finanzieren, um dir vielleicht, wenn du Glück hast, einmal im Jahr einen Urlaub leisten zu können. Und Menschen, die dann irgendwann sagen: Hey, da drauf habe ich keinen Bock mehr. Ich möchte aus meinem Leben mehr machen. Ich möchte endlich meinen Zielen, meinen Wünschen, meinen Träumen folgen. Ich möchte endlich das, was mir tatsächlich zusteht, in meinem Leben haben. Das sind die, die vorangehen und auf die ich so unendlich stolz bin. Und das sind zum Beispiel die Menschen, die letztes Wochenende die tierkommunikationsausbildung abgeschlossen haben die sich jetzt tierkommunikator schimpfen und äh, sich so nennen und die endlich ja ihr wissen ihr talent und ihr können in die welt hinaustragen können ich weiß dass jeder von denen ein super guter beitrag für die tiere ist dass jeder von ihnen etwas ähm, großartiges etwas Wunderbares für die Menschen und für die Tiere bereit hat, einen tollen Werkzeugkoffer an der Hand hat und einfach ein Geschenk ist für die Welt. Und das nur, weil sie einfach im Vorfeld eine Entscheidung getroffen haben, nämlich eine Entscheidung getroffen haben, für sich zu gehen und nicht mehr der Geschichte aufsitzen, die man ihnen vielleicht ihr ganzes Leben lang eingeprägt hat, dass man, ja, einfach überleben muss und dass das Leben gar keinen Spaß machen darf. Das macht mich unendlich glücklich. Gleichzeitig war ich aber auch sehr, sehr traurig gewesen, weil es für mich jedes Mal, ähm, ich mag Abschiede nicht, und es ist jedes Mal für mich ehrlich schlimm, wenn ich Menschen sozusagen in ihre, ja, Entlasse. Manche von Ihnen bleiben Gott sei Dank in meinem Raum, weil sie beschlossen haben, die Masterclass weiterzumachen, was ich tatsächlich auch empfehle, nämlich wenn man den nächsten Step gehen möchte, dass man halt auch sich hier begleiten lässt, in die Selbstständigkeit zu starten mit der richtigen Energie, mit dem richtigen Mindset, so dass halt einfach schneller geht, ja. Also gerade wenn du vielleicht auch aus deinem Job raus möchtest, dann ist es halt schon auch wichtig, dass man halt im Nachgang äh, die, in die Umsetzung kommt. Und ohne Tun funktioniert es halt letztendlich nicht. Und ich zum Beispiel, ich habe mich viel zu lange ganz alleine abgemüht. Ähm, ja, bin auch wohin gekommen, habe es auch alleine geschafft, habe aber unglaublich lange Zeit dafür gebraucht. Und heute weiß ich einfach, dass ich könnte schon viel, viel, viel weiter sein. Ähm, als ich jetzt vielleicht bin, mh, wenn ich hätte schon viel eher Hilfe in Anspruch genommen. Also Menschen an meiner Seite, die mich unterstützen, dorthin zu kommen, wo ich halt hin möchte, so wie ich das halt eben mit meinen Teilnehmern, meiner Masterclass mache. Ähm, ja, also ein paar begleiten mich weiter, da bin ich unendlich glücklich, aber andere, die ähm, ja, die gehen praktisch aus meinem Universum heraus und ähm, das macht mich traurig, weil wir in diesem Jahr eine Familie geworden sind, weil wir unendlich viel Spaß hatten, weil wir so viel gelacht haben. Wir haben natürlich auch vielleicht ein bisschen geweint, aber wir haben so unendlich viel gelacht. Und ähm, die Menschen sind zusammengewachsen. Ja, da ist eine Gemeinschaft entstanden, eine, eine Gruppe, die zusammenhält. Ich habe so viele Ausbildungsgruppen, die sich heute noch treffen und ähm, sich austauschen. Das findet man online nur sehr selten, muss ich an der Stelle auch sagen. Aber das hat einfach etwas zu tun damit, dass man in dieser Ausbildungszeit einfach eine Basis dafür geschaffen hat, ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und ja, darauf bin ich auch unendlich stolz. Und ähm, ja, und trotzdem. Ist es ist so ein lachendes und ein weinendes Auge, wenn immer dieses letzte Wochenende kommt, aber das Glücklichsein überwiegt, weil ich einfach so unendlich dankbar bin, dass es so viele Menschen gibt, die wenigstens immer wieder aufstehen und sagen: Hey, ich bin hierher gekommen auf diese Erde, um meine Waren Wünsche und Träume zu erfüllen, um glücklich zu sein und nicht um einfach nur eine Marionette zu sein und ähm, ja, keine Ahnung, meinen Tag runterzureißen, um, um am ersten mein Geld zu haben. Und ansonsten bin ich aber total unglücklich, weil es mir einfach überhaupt keinen Spaß macht, äh, weil es einfach keine Freude macht, mich aufzuopfern für jemand anderen, der das vielleicht noch nicht mal zu würdigen weiß und dann noch nicht mal ausreichend entlohnt werde. <laughs> Ja, daran wollte ich dich heute teilhaben lassen, weil es mir einfach so unendlich wichtig ist, dir, dir an dieser Stelle zu sagen, wenn du etwas machen möchtest, was dir wirklich, wo du denkst, das macht dir Freude, mehr Freude vielleicht als das, was du gerade machst, wenn du weißt, in deinem Leben gibt es mehr als, als nur. Von Montag bis Freitag ähm, Stunden runter zu reißen, damit du am ersten ein Geld auf dem Konto hast, ähm, am Abend aber so erschöpft bist, dass du nicht mal mehr Lust hast, etwas zu tun, was dir vielleicht wahrlich Freude macht und dann auch noch eingetrichtert bekommst, dass für dich die Dinge nicht möglich sind, dass du mit deinem Schicksal hadern musst, von, ähm, ja, von Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Bist du vielleicht irgendwann erkennst, dass das einfach eine, eine, eine Lüge ist und keine Wahrheit, dass es eine Lüge ist, der du aufgesessen bist und ähm, dass du aber zu jeder Zeit die Möglichkeit hast, das für dich zu verändern. Veränderung findet in deinem Kopf statt. Veränderung findet in deinem Bewusstsein statt. Und glaub mir, da können mit ganz kleinen Stellschrauben Wunder geschehen. Da können mit ganz kleinen Stellschrauben Wunder geschehen, auch für dich sofern das zulässt, du magst, kannst du in mein Überraschungscoaching kommen, sprich mich einfach darauf an, da hast du die Möglichkeit, fünf Monate für kleines Geld mit mir zusammen zu sein und eben auch in die Umsetzung zu kommen, am 31. Oktober geht das los oder aber wenn du im Tierbusiness tätig bist, komm in meine Masterclass, das geht im November los und ähm, geht über sechs Monate tatsächlich dieses Mal, weil der Dezember mit dabei ist. Du hast wirklich, wirklich, wirklich unglaublich viele Calls. nutzt die Möglichkeit. Im Moment gibt es das für 3.500 Euro im Angebot statt vier Ich würde es wählen. Oder aber du kommst in meine Tierkommunikationsausbildung. Am Freitag geht's los. Vielleicht magst du noch mit dabei sein. Es ist schon eine mega schöne Gruppe. Ich freue mich schon total, denn die einen verlassen, verlassen mich, die nächsten kommen in mein Feld und so geht die Reise für mich zumindest weiter. Und vielleicht bist du ja mit dabei in einem meiner Kurse. Ich würde mich jedenfalls freuen. Wenn nicht, auch egal. Aber versprich mir, dass du erkennst und dass du für dich wahrnimmst, dass tatsächlich du hier auf die Erde gekommen bist, um Spaß zu haben um glücklich zu sein und um auch für dich Dinge möglich zu machen. Vielleicht sehen wir uns. Ich würde mich freuen. Und ich sage wie immer, Servus, Bussi, schön, dass es dich gibt und lass uns doch deine Welt verändern.